Yo, der Song. Hä, warum sind wir hier draußen? Ah, richtig, ich erinnere mich, beim letzten Mal sind wir in dieser Wüstenstadt hier angekommen und haben die Sidequest angenommen, diversen Charakteren Rechnungen zu liefern. Und weil ich mich nicht erinnern kann, was als nächstes dran kommt, habe ich es extra noch nicht zurückgegeben. Damit wir ihr jetzt die Rechnung präsentieren. Wobei, das war das falsche Haus. Und sie uns dann sagt, wo wir als nächstes hin müssen. Warte mal, war es hier unten? Nee, das war's nicht. Oh boy, heute kommt der Part der Parts. Heute kommt die Scheißstelle. Habe ich mir sagen lassen. Ich verstehe es einfach nicht. Endlos, was soll das bloß heißen? Du scheinst clever zu sein. Kannst du mir helfen, dieses uralte Rätsel zu entschlüsseln? Ja, gerne. Damals hatten die Leute ein ziemlich gutes Sprichwort. Mit einem Willen aus Stahl ist die Wüste keine Qual. Die folgenden Zeilen hat ein Zauberer geschrieben, der einst den Fluss des großen Sandflusses aufgehalten hat. Der Sand fließt in einer endlosen Kaskade und bestimmt so unsere endlosen Schritte. Um den Sand zu stoppen und den Eingang zu sehen, musst du um die beiden Bäume herumgehen. Nur wenn deine Schritte wahrhaft endlos sind, wird der Eingang sich dir öffnen. Also merk dir dies und gib Acht auf deine Schritte. Ich muss ein Infinite-Zeichen um Bäume gehen, nicht wahr? Unendliche Schritte. Acht. Infinity. Zwei Bäume. Also ich bin mir relativ sicher. Ist immer noch nicht das, was ich suche. Oben rechts ist das Haus, danke. Da wäre ich jetzt, glaube ich, als nächstes hin. Hallo. Ich habe Ihre Rechnung gebracht. Vielen Dank, Alistair. Herr Ahmed ist der Nächste. Seine Schulden betragen 1000 Lucre. Das ist eine hohe Rechnung. Er wohnt im Südwesten. Bitte sprich mit ihm. So, ich habe beim ersten First Run ohne den NPC rausgefunden. Okay. Klingt ja nicht allzu schlimm. Ich bin mir auch sicher, dass das, was scheiße ist, mit einem Kampf zu tun hat. Der entweder irgendwie auf Zeit ist oder anderweitig nervig. Südwesten. Hallo, ist es zufällig hier? Und hier ein Ahmed? Ah, eine Rechnung, von diesem Laden. Was? Ich soll 1000 Lucre Schulden bezahlen? Der hat sich um eine Null vertan. Ich glaube, die hat sie nicht mehr alle. Sag ihr, sie soll beim Zusammenrechnen etwas besser aufpassen. Ich schulde denn doch nicht 1000 Lucre. Es sind 10.000 Lucre. Sag dir mal ordentlich Bescheid von mir. Wow. Wow. Ja. Der hat Geld. Jetzt kommst du nicht so, dann kannst du 9.000 behalten. Was? Ich habe mich beim Zusammenrechnen vertan? Naja, Hauptsache er hat bezahlt. Der letzte ist Herr Devius. Der Name sagt mir was. Tut mir leid, ich weiß, dass deine Villa unheimlich ist. Mit diesem Mavolen-Dienstmädchen und so. Das ist für die Finanzen zuständigen Dienstmädchen für die Rechnung bezahlen. Ich habe den Namen vergessen. Presio oder sowas. Wie auch immer. Herr Devius schuldet uns 2000 Lucre. Devius. Also wir suchen irgendeine Maid. Du bist keine Maid. Hier kommt auch Minnesänger vorbei. Lester ist der Beste. Aber er ist in Devius Falle getappt. Was für eine verzwickte Situation. Im Gasthaus, würde ich sagen, sind die. Bist du die Devius-Dame? Ich bin ein überaus talentierter Apotheker. Wenn du ein paar Dinge sammelst, wie zum Beispiel Honig und so, dann mache ich dir Shit daraus, okay. Wieso muss ich eine Cutscene triggern? Es gibt einen Pfad hinter der Sandkaskade, aber niemand weiß, wie man den Sand anhalten kann. Doch, ich weiß es. Graf Devius hat sich in Amanda verknallt. Pah! Er könnte was Besseres finden. Ist das Devius anwesend in der Nähe? Ich glaube, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch.
Kann ich hier unten rausgehen? Ich habe mich noch nicht mal in der Stadt umgesehen. Ich sollte sehen, was ich herausfinden kann. Links, okay. Oh wow, wir waren hier links noch gar nicht. Oh, damn. Big! Sind das die Vögel, die wir in Wendel freigelassen haben? Denen scheint's gut zu gehen. Oh, Tatsache. Bist du für die Finanzen zuständig? Bedauerlicherweise ist der Meister momentan nicht zu Hause. Dies ist die Villa Devius. Der Sohn. Die Dorf. Bist du für die Finanzen zuständig? Nein. Okay, die sagen nichts anderes. Kann man hier durch? Nein. Kann das lesen? Nein. Reiter ist nur in einem NPCs, außer die ganz oben an der Tür. Ich meine, hier gibt's nicht so viel. Bist du für die Finanzen zuständig? Die ist für mich? Von meiner Oma? Für mich? Ich kann sie haben? Ist das echt in Ordnung? Macht das nicht aus? Die für mich? Ja. Wow! Juhu! Kannst du das hier meiner Oma geben? Es ist eine Afrikatze. Meine Oma liebt die. Wo ist die Oma? Ich kann mich nicht erinnern. Muss ich in die letzte Folge schauen? Ah, du siehst richtig aus. Das Gemach von Meister Devi. Was ist im ersten Stock? Im Süden. Der Raum im Norden führt zum Glockenturm. Finanzen? Keine Chance. Du liegst voll falsch. Reden wir mit Priscilla. Was ist Priscilla? Genua, okay. Priscilla! Presio? Kiste. Smash! Ja, wir haben Elfenbeine erhalten. Daraus können wir bestimmt eine Waffe schmieden. Es gibt einen namens Bridget. Bucket. Können wir da rein? Stimmt. Bist du Priscilla? Ja! Was willst du von mir? Oh, du hast eine Rechnung. Tut mir leid, ich bezahle sie sofort. Dann kann ich ja wieder gehen. Alter, hier ist ein Schwabini. Das ist ein Schwabini. Es hat halt wirklich die Farben von Schwabini. Oder so eine Kiste. Ich würde kurz die Sidequests abschließen. Wenn du mir jetzt noch hilfst, die Oma von Dings zu finden, dann kann ich diese Quest auch noch abschließen. Sie ist im Dorf oberhalb. Okay, gehen wir da einfach mal hin. War die draußen? Ich habe gesehen, wie eine Frau aus einem Fenster der Villa Devius herausgesehen hat. Sie war sehr hübsch und hielt eine Laute in der Hand. Wer könnte es gewesen sein? Amanda. In Yad verschwinden ständig Minnesänger. Ganz schön unheimlich, meinst du nicht? Ah, du schon wieder. Ich will den Glitzerhelm. Gib dein Bestes. Wenn du ihn findest, gebe ich dir 400 Lucre. Okay, wer hat den Glitzerhelm? Der Besitzer von Villa Devius heuert Minnesänger an. Er sagt, dass er nach den besten Sängern des Landes sucht. Manalan sucht den super Minnesänger. Willkommen. Ich passe. Na dann. Haust rein. Mach's gut, mach's besser. Wer bist du? Die Villa Devius hat einen Glockenturm. Ich kann auch den Klang seiner schönen Glocken hören. Sie hat einen sehr klaren Ton. Ich glaube, sie wird immer dann geläutet, wenn jemand den Turm betritt. Das war früher eine kleine und feine Stadt, aber ja, okay. Ah, okay. Devius ist also der, dem es gehört. Aber ich habe so viel von Devius gehört.
Den haben wir schon mal gesehen, kann das sein? Ich habe gerade den Mann in Richtung der Villa Devius gehen sehen. Sieht da ziemlich ernst aus. Ich habe Lester auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was los ist. Lässt das Lieder rocken voll. Ja, okay. Hör auf zu reden, hör auf zu reden, hör auf zu reden. Man könnte dieses Problem ganz einfach lösen, indem man macht, dass man auch mit B die Textboxen fortsetzen kann. Es gibt in dieser Gegend eine Geschichte, ja, das ist sicher. Mal wohnen, lang mal drin, bla 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 bla. Versucht gegen den Fluss des Sandes anzukämpfen. Los? Hier kommt auf deinen Minderfänger vorbei, lässt das der Beste? Nein. Scheiße. Dorf oben! Ja, das impliziert draußen, aber es gibt kein weiter oben als das. Hier ist der Ausgang vom Dorf. Das ist mein Problem. Hier ist der Ausgang. Deshalb bin ich gerade so, hier stehen noch gar keine NPCs draußen. Da ist auch eine Stadt. Muss ich zurück zu dem davorigen Dorf? Ist das die Lösung? Dann sagt es doch so. Dann gebe ich nämlich zuerst das andere ab und dann gehen wir wieder zurück. Okay. Ich dachte, die ist hier. Da, wo du beklaut wurdest. Das weiß ich doch nicht mehr. Ich hab schwer formuliert. Ich dachte, sie wäre in diesem Dorf. Vielen Dank. Alles da. Ich bin dir ein Gefallen schuld. Ich nehme diese 200 Blumen und ein Stück Mausbergold. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Okay, die Quest ist fertig. Dann gehen wir jetzt zurück zum anderen Dorf. Sollte nicht allzu lange dauern und schließen dort die Quest ab. Und wir speichern hier einmal. Gib's zu, du willst doch nur, dass wir den Song nochmal hören können. Wenn wir noch lange genug hören. Bam! 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 Und bist du schon weiter als ich, Bahamut? Stimmt. Kannst du mir sicher sagen, ob die Stelle, die Körbe beschreibt, shit war oder nicht? Du bist weiter als ich? Ah, okay. Passiert. So, hier haben wir gegen die Viecher gekämpft. Das ist Kaktushaus. Und hier sind wir in dem anderen Dorf. So, Menos Bronze. Menos Gentleman. Was? Ja? Und wie die Nerven, aber ich gebe dir einen Tipp. Alle muss. Ah, okay. Nein, hör auf zu reden! Hör auf zu reden, bitte! Bist du es? Oh, der Mann, der vom Himmel fiel, wurde von Amandas zu Buddha nach Amandas Haus gebracht. Da stimmt doch was nicht. Du bist keine Oma. Du bist keine Oma, das ist auch mein. Wer ist denn hier wer? Südlich von hier ist eine riesige Kanone. Wenn du da reinsteigst, schießt du dich durch die Luft. Das hat auch noch nie geklappt. Wo ist jetzt die Quest hier in welchem Haus? Ich will jetzt die Katze, die Apri-Katze will ich jetzt abgeben. Unten rechts, okay. Danke, das war sehr hilfreich. Und was hat meine Enkelin gesagt? Was? Sie hatte diese Apri-Katzen für mich gegeben? Ach, das kann nicht sein. Ich bin gegen die allergisch. Wenn ich eine davon esse, dann sieht mein Gesicht aus, als hätte ich ein Wespennest gesteckt. Meine Priscilla weiß das. Du Idiot hast die Rhinolone beim falschen Medikament.
Egal. Diese Quest ist real. Ich bin die einsamste Oma auf der ganzen Welt. Ich bin ja so traurig. Kann man das nur verkacken? Weil es ist, ich gebe zu, es ist schon funny, wenn sie extra Quests so designen, dass du wirklich aufpassen musst. Das klingt nach sowas. Die Quest ist unschaffbar. Ja, das hatte ich jetzt, das wäre jetzt mein nächster Guest gewesen. Aber glaub mal, Toby Fox würde sicher so ein Spiel bauen, wo du richtig aufpassen musst bei der Quest und wo sich das Spiel damit verarscht, wenn du es einfach nur wie ein Videogame siehst. Versteht ihr, was ich meine? Die Expectation verdrehen. Gut, wenn das halt wirklich die Lösung wäre, wenn es der richtigen gegeben hätte, würdest du von der Zundere vorgelabert werden. Das klingt weird. Okay, man hätte es also richtig machen können. Leider habe ich schon gespeichert, deshalb ist das jetzt nicht mehr drin. Magic. Das Einzige, was mich jetzt ärgert, ist, es ist jetzt schon dunkel. Au! Du Blömpel! Zieh dich! Das heißt wahrscheinlich, wenn wir in der anderen Stadt ankommen, wird es auch wieder dunkel sein. Ich würde die Stadt gerne mal am Hellen sehen, wenn ich ehrlich bin. Da werde ich jetzt ein paar Screens extra gehen. Damit ein bisschen Zeit vergeht. Ah, ist schon wieder hell. Sehr schön, warte. Yes, wir sind gleich da. Ein Screen morgen, zwei Screens Tag, ein Screen Abend, ein Screen zwei Nacht. Dann machen wir das so. Nicht, dass es irgendwie mattert, wenn wir in das Haus reingehen. Schön. Hier, Herr Devius sagt immer, dass Familien zusammenleben sollten, aber ich halte das für etwas unrealistisch. Wie ein Urteil. Die Städte sind die Zeit still. Das ist auch okay. Ich habe gesehen, wie eine Frau aus meinem... Ja, okay, das hatten wir schon. Nein, hör auf zu reden! Wie kann das so verzögert sein, dass ich sie instant wieder anspreche? Ich verstehe das nicht. So, jetzt können wir nichts mehr falsch machen. Jetzt hieß es auch, wir sollen hier nach rechts zur Tür. Was hier schön ist. Achso, du gehst ins Innen und ruhst dich aus. Okay. Ah, das war einfach nur der andere Zugang. Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand irgendwas Schlechtes über Meister Devius sagt. Solange Meister Devius nicht hier ist, kann ich euch keinen Eintritt gewähren. Ist das Meister Devius? Oh, warte! Es ist nicht der Vogel, der für uns... Oh, warte! Ihr, es ist nicht der, die Vögel für uns freigelassen hat? Hier entlang, bitte. Jo, bitte freuen. So, bist du wieder auf den Beinen? Was machst du denn hier? Ich hab nach dir gesucht, Amanda. Hey, ist abgeschlossen. Entschuldige, Sumo, dass ich einfach abgehauen bin und so. Ach, mach dir keine Sorgen, Amanda. Aber was ist mit dem Amulett? Wer ist sie denn? Mit dem windigen Kleid. Ja, ich hab's stibitzt. Aber nur, weil ich dir das Leben retten wollte. Dieser unheimliche Devius ist bei mir aufgetaucht und meinte, er würde meine Medizin gegen das Amulett tauschen. Ich hätte es ihm einfach geben sollen, ohne dich zu fragen, aber dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Aber die Mana-Göttin hat es wieder hingebogen. Und hier sind wir. Ich will nie wieder von dir getrennt sein. Was? Amanda? Ha! Gar nicht meine Art, was? So melodramatisch. Vergiss es einfach. Keine Sorge, Amanda. Wir sind keine Sklaven mehr.
Wir können uns jederzeit sehen. Meinst du das im Ernst? Hey, in der Arena hast du immer von einem Mädel geredet. Hast du sie gefunden? Amanda, ich... Das Amulett gehört ihr, richtig? Ups, Entschuldigung. Ich werde schon wieder melodramatisch. Okay, Zeit, das Amulett zurückzuholen. Danke, Amanda. Weißt du, damals in der Arena gab es Zeiten, in denen ich alle Hoffnung aufgegeben hatte, wenn ein lachendes Gesicht mich nicht aufgeheitert hätte. Ah, ich werde ja ganz rot. Lass uns abhauen. Wer ist die da? Okay, sag mal, Amanda, wer ist denn deine Freundin da drüben? Die ist bestimmt ein Mana-Dings. Oh, das ist Medusa. Das hier ist ihr Zimmer. Sie ist wirklich bemitleidenswert. Aber vielleicht könnten wir sie dazu überreden, uns gehen zu lassen. Uns gehen zu lassen? Ist sie Pogo-Pushet? Wer bist du? Wir würden gerne gehen. Meinst du, du kannst sie überzeugen, uns gehen zu lassen? Medusa hat ein gebrochenes Herz. Die Arme. Es muss schrecklich für sie sein. Hä? Dieser Vogel. Er singt das Lied meines Bruders. Dieses Lied. Es ist eine Ode an Lord Granz. Ich habe gehört, wie jetzt jemand in Wendel gesungen hat. Ist dein Bruder etwa... Lester? Du kennst Lester, Sumo? Medusa hat aufgehört zu heulen. Meinst du, dass der Vogel... Nein. Lester? Ist dieser Vogel Lester? Warte, die verwandeln Minnesänger in Vögel. Und lassen sie dann frei. Ist das etwa, dass die anderen Minnesänger auch... Ich kann's nicht glauben. Wie konnte das nur passieren? Los, wir müssen ihn aus dem Käfig lassen. Aus dem Weg. Noch einmal, mit Gefühl. Meine Vögel. Ups. Amanda, bist du in Ordnung? Mir ging's schon mal besser. Sie verwandelt alles in Vögel. Er hat sich in einen Vogel verwandelt. Medusa hat meinen Bruder in einen Vogel verwandelt. Hätte ich Flügel, könnte ich zu ihm fliegen. Hätte ich eine schöne Stimme, könnte ich für ihn singen. Lady Medusa! Ihr beide, ihr kennt Lady Medusas Geheimnis. Ihr könnt nicht am Leben gelassen werden. Er ruft mich! Lady Medusa, bitte beruhigt euch. Wir wollen schließlich nicht, dass ihr mit der Luft außerhalb dieses Zimmers in Kontakt kommt. Ich muss gehen zum Altar der Zeit, wo er auf mich wartet. Glaubt ihr, sie wird altern, wenn sie aus dem Zimmer rausgeht? Pogo-Pusche! Nichts Ungewöhnliches hier. Ha! You're dead! Das war cool. Das habe ich jetzt allein geschafft. Oh, Lester! Von ihm! Kann man ihn nochmal speichern irgendwie? Oh, ist eine Tür. Kommt aber leider nicht raus. Sofa. Nein, es geht nur in die Richtung. Schlimmer. Lady Medusa hat alle in Vögel verwandelt. Was sollen wir bloß tun? Jetzt verstehe ich mal, sonst wäre die Sidequest nicht mehr möglich gewesen. Shit, wir waren noch gar nicht oben. Die Tür hat sich gar nicht richtig geöffnet.
Man sagt, dass wir mal wohl in einer vergangenen Epoche ein kompliziertes Labyrinth in der Yat-Wüste errichtet haben, um Konflikte mit den Menschen zu vermeiden und uns vor ihnen zu verstecken. Der Eingang wurde hinter einer Sandkaskade verborgen. Sag mal, Mavoren sind das quasi die Elfen, weil die so spitze Ohren haben und so schmale Gesichter. Um den Fluss des Sandes aufzuhalten, muss man auf einen Schalter in einer sandigen Höhle treten. Unsere Vorfahren haben die Menschen mehr gefürchtet, als sie uns jetzt fürchten. Mavoren sind Dämonen. Okay, kann hier lang? Nein. Ja, das ist Priscilla, das ist die richtige, oder? Die Stadtbewohner sagen, Meister Devius fände seine Mutter abstoßend. Aber er ist sehr fürsorglich. Er will seine arme Mutter bestimmt nur vor den hasserfüllten Augen der neugierigen Stadtbewohner beschützen. Ich weiß das natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, aber... Bridget! Anscheinend wurde Meister Devius als Kind von seinem Vater und Bruder getrennt. Das muss ihn sein ganzes Leben lang verfolgt haben. Vogel! Vogel! Hey, Goldmünze! Ich will mit dem Vogel reden. What? Wieso ging eigentlich vorhin die Animation der Tür nicht richtig? Ich habe das genau gesehen. Okay, du hast alles, was du brauchst. Eine Goldmünze und einen Schlüssel. Ich verstehe immer noch nicht, was jetzt abgeht, so. Medusa-Fight, glaube ich. Was ist hier eigentlich für ein Secret Sneaky Way? Ui, Kiste! Dafür, dass hier gerade übel der Punk abgeht. Viel zu happy Musik. Hallo, Schwalbini. Ich muss nicht zufällig aus dem Haus rausgehen. Oh Gott, werden alle Leute zu Vögeln. Die ganze Stadt, alle werden Vögel. Medusa meinte, sie würde zum Altar der Zeit gehen. Der Altar der Zeit. Lester muss auch dort sein. Okay, los geht's. Auf zum Altar der Zeit. Aber wo ist der Altar der Zeit? Entschuldige, wo ist der Altar der Zeit? Muss ich das wissen? Können wir mal ins Notizbuch Süden. Okay, ich meine, ich gehe mal eben schnell speichern. Ich hoffe, du es erlaubst. Bestes Gebiet, let's go! Und danach so eine Scheiße. War das nicht so, dass ich einen Glitzerhelm farmen muss? Sagst du mir den Gegner an? Ist es wieder ein Puschel? Gelber Gegner droppt Glitzer. Oh, shit. Snack! Schlagen die Snack kaputt. Sollen wir noch Amandas AI einstellen? Bin ich echt verzögert zur Musik oder ist sie normal? Das ist dieser Raum. Guck mal, hier ist Sand. Ah, der ist es. Der kleine Chocobo. Das ist so ein Film. Macht dir irgendwie keinen Schaden. Oh, ist das ärgerlich. Smash! Schokolade! Leider keine weiteren Gegner mehr.
Gegner! Sind etwas rare. Hat die denn? Ja, okay, ich kann. Ja, okay, die Schlange nimmt halt sofort mehr Schaden. Okay, wir wenigstens ein bisschen Training, wenn wir es so machen. Sehen wir es positiv. Tauchen die auch nachts auf? Heftig. Bam! So, ist der Chicken Burg hier? Nö. Jetzt geht das wieder los. Aber Carbo meint, das ist die letzte Glitzer-Quest. Burg! Hey, warum haben wir mal so wenig Damage? Jetzt komm, geh mit dir! Schau, Jugend! Aua! Bam, bam! Du kriegst aufs Maul, du Mistvieh! Bam, bam, bam! Florida Man verprügelt kleines gelbes Küken mit bloßen Fäusten. Na, shit. 69, nice. Ha! Schaujungen! So, welche Waffe macht den Fiedler jetzt mehr Schaden? Das ist der Bogen. Okay, es ist der Bogen. Am Ende ist es wieder nicht der Bogen. Oh, warte, ich muss den als letztes killen. Da war ja was. Es reicht ja gar nicht, hin und her zu gehen. Ach, ist das wieder nervig. Kann ich nicht die Schaltkette nehmen? Eins, zwei. Hier ist noch ein Gegner. Und dann wird. Ja, moin! Ich will halt die Waffe haben. Oder ich will halt auch immer haben. Ich sehe jetzt nicht ein, nachdem wir das schon zweimal gemacht haben. Das jetzt auszulassen. Ich sehe es einfach nicht ein. Sind hier noch weitere Gegner oder warum spawnt dieses Mistvieh nicht? Jetzt Truhe. Gib jetzt Truhe. Der droppt einfach nicht. Eins, dann ist hier noch ein Gegner. Level up, geil. Seht ihr, alles lohnt sich. Überall gibt's mehr Damage und dann machen wir weniger, haben wir weniger Probleme mit dem komischen Ding. So, du weg, bam, bam, bam. Bitte drop jetzt eine Truhe. Nein, keine Truhe. So eine Scheiße. So eine riesen Scheiße.
toll, jetzt bin ich. Ja, aber natürlich, aber trotzdem will ich die Quest machen. Es bringt jetzt nichts mehr damit aufzuhören. Wir haben zu viel die Cost-Thing Fallacy. Wir haben zu viel investiert, um jetzt aufzuhören. Du hast gesagt, es ist die letzte. Und was auch immer wir dafür bekommen, selbst wenn es scheiße ist, ich will's haben. Ich will halt nur wissen, ob der Gegner hier halt wirklich, ob es jetzt hier drei Gegner auf dem Screen gibt und dann ist das hier das Chicken. Nicht, dass ich irgendwie noch einen auf dem Screen hab und er, weil er die Waffe ja nicht wegpackt. Nachdem der Gegner besiegt ist. Drei Schlangen, ein Huhn. Oh Gott, die Kiste! Ja, okay. Okay, okay. Aber wir haben den Kistenjob gesehen. Das heißt, ich fühle mich bestätigt. Ich fühle mich motiviert, jetzt weiter zu grinden. Was bist du? Nee, dich will ich nicht. Das Goldsymbol auf dem Rad ist eine Niete. Warum sind die jetzt Skorpione? Rare Gegner. Neue Mechanik. Ich habe Angst. Ja, ich muss doch auf die Fresse. Bam. Einfach Fistfall. Bam. Einfach verkloppen. Wieso macht sie den Damage oder mache ich auch manchmal? Ich mache mit dem Schlagen mehr Schaden als mit jeder anderen Waffe, wisst ihr? Bomb. Steinquader. Oh oh. Aua. Bin ich jetzt tot? Ab jetzt. Es ist Snacken. Es ist Snacktime. Bam. Warte, hier ist noch einer. Und dann ist unser Freund der Burp hier. Und gibt uns jetzt eine Kiste im ersten Versuch. Weil ich das so sage. Dann halt nicht. Nee, warte. Oder weißt du was? Schlangen verprügeln. Ah, macht leider nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Jetzt von der Linke, bam. Jetzt so schön ausgegangen, so, oh, ich geb dir jetzt ein und dann, bam, keine Ahnung. Ich meine, ich muss den Vogel lassen, wenigstens spawnt er jedes Mal. Es könnte schlimmer sein, wenn der Gegner selber rare wäre. Bam! Kiste? Gamba! Abstechen! Hexenschuppe? Yeah. Muss ich ihn okay werfen oder kann ich die Glitzerin so random auch so bekommen? Neuer Burp gespawnt? Nein. Es ist ein neuer Burp gespawnt! Alles außer das Gold-Icon. Oh.
Und dann. Kiste, 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 Kiste! Die Drop Rates, Leute! Der wie Lootboxen ziehen. Aber wie gesagt, ich sehe es positiv, ich sehe es als kostenloses Training. Dann sind wir zwar für den Rest des Runs wahrscheinlich ein bisschen overpowered. Aber soll mir egal sein. So, Kiste? Keine Kiste. Ist sie gerade durch den Canyon durchgerannt? Ich habe das Gold-Item übrigens gar nicht gesehen. Das Leveln ist sogar gut. Ja, ich sage auch, dass es gut ist. Okay. Es ist Zeit für Faustkampf. Shoryuken! 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 Nice. Leider geht jetzt die halbe Folge dafür drauf. Das ist so die einzige Kritik, die ich an dem System habe. Es ist jetzt schon ein bisschen was passiert, aber... So 10 Minuten der Folge sind einfach dediziert, mindestens, für diesen dummen Item-Grind. Aber keine Sorge, ich hatte schon Sachen in Spielen, die mich mehr abgefuckt haben als sowas. Von daher, das macht das Spiel jetzt nicht unspielbar für mich. Ach, guck mal, das ist Küchenleinchen. Geh mal in den Raum hoch. Ist da nur eine Sackgasse mit einem Item, dann können wir das mal machen. Kennen wir erstmal den Bird. Snake Bird. Sag mal, ist das die Chimäre oder sowas? Weil die hat so einen Schlangenschwanz und ist halt ein Vogel. Fehlt halt irgendwie nur noch der Löwenkopf. Oder ist das so eine Chimäre halt? Du sollst dich schon wieder über den Berg laufen. Ach, gucken wir mal, da ist noch eine. Amanda, lass das Vieh leben. Menschen, ich beneide sie. Lebewesen, wie ich sie beneide. Man sollte euch das Leben entziehen, so wie uns. Mit dieser Giftnebel von den Niedergeistern erzeugt? Okay, aber hier ist ja gar nichts. Außer Plot. Aber hier spawnt der Gegnerstelle. Hast das Spiel nicht halt in-game Best Theory? Worum geht's? Der Raum. Ja, das ist eine Barriere. Der Raum ist leider buggy. Hä? Inwiefern ist der Raum buggy? Ich verstehe nicht, was passiert ist. Ah, ich soll nachgucken, ob das eine Chimäre ist. Können wir tatsächlich mal machen. Es spawnt ein Gegner aus Bounds. Ja, aber es wirkt jetzt so, als wäre irgendwas passiert. Und ich hätte irgendwas nicht bekommen. Klapperkobra? Nee. Nagelschnapper, Dino-Echse, Fluttermaus. Schlangenküken. Seen und Sonna. Okay. Du kannst R drücken, um den Nebel zu clearen. Ja, gut.
auf, um Mystiari die Seiten zu werfen. Ah, Kontext. Kontext. Küken! Nein, und wir sind mittlerweile stark genug, um das Küken mit dem Schwert zu besiegen. Du musst dich immer raustappen. Ressus-tappen. Wieso kann man hier keine Truhe spawnen? Woran sieht man das? Es klingt so, als hättest du es schon mal erwähnt. Es spawnt ein Gegner out of bounds. Vielleicht deshalb. Du Lümmel! Lümmelküken, Lümmelküken, Lümmelküken! Kiste! Let's go! Okay. Flacher Sand. Das ist alles nur Pech. Aber wir machen weiter. Trainingsarg, Trainingsarg. Komm her, du Küken. Bam, 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 bam. Endlich machen wir auch mehr Schaden. Mit der Waffe. Und Buffy, die Schlange guckt, wenn sie geschlagen wird. Amanda geht schon wieder über Berge. Das darf sie nicht. Das darf man nicht. Ein bisschen Geduld und dann werden wir abgestochen, aber kriegen dafür einen Sternkorb und ein Level up. Nee, warte mal, es ist absolut verrückt. Für während wir hier Items grinden, stirbt Lester da draußen. Ich finde aber die Kistendrops gerade sehr gut. Ah, shit. Soll ich weglaufen? Oder kann man die bekämpfen? Poltertun zählt als letzter Gegner. Aber sind die zu stark oder kann man die Mimics töten? Macht halt irgendwie wenig Schaden. Ach nö, ich bin ein vermarktbares Plüschtier. Okay, haben wir eine andere Methode. Wenn die Waffen mit sich tun. Ja, dann einfach mit Faust auf Fresse.
Was bringen die Büsten überhaupt? Verstehe ich nicht, wieso das Statuseffekte sind. Kann man die ausrüsten oder sowas? Küken, stirb! Ah, okay, so eine Art Medaillon. Küste! Geiler Shit, geiler Shit, geiler Shit, geiler Shit! Pfeile. Hyperfahrt ist great, ja, dafür kann ich aber nicht. Wenn die scheiß Quest so einen Mist macht, dann kann ich dafür nichts. Und jedes bisschen Grind ist technisch gesehen eventuell eine leichtere Zeit mit dem nächsten Boss. Und es läuft doch aktuell gut. Wir ziehen auf die Truhe, wir kriegen immer das Falsche. Steinquader. Ich habe nur Angst, durch so eine Falle zu sterben. Übernächster Boss. Na gut. Oh, wir brauchen noch zwei Schläge für die. Das ist absolut lacher. Dritter Schlag, vierter Schlag, fünfter Schlag. Kiste, 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 keine Kiste. Nein. Wenn du wartest, respawnen die Gegner instant. Alter, der Shiny. Der Shiny. Oh, you can! Sure, you can! Oh. Müsste hier nicht nur dritte Schlange sein? Oh. Chicken! Oh, dickes fettes Chicken! Oh, es ist zu traurig aus. Ja, ich dreh durch. Ich dreh einfach durch. Diese absolut dämliche Quest. Aha, die Quest verschwindet erst spät. Noch ein Level up. Am Ende des Spiels einfach alle Charaktere reasonable leveled, aber Amanda ist einfach so wie dieser Scheiß hier. Mann! Wenn er keine Truth spawnt, dann nervt's. So falsche Seite hin und wieder ist ja okay, aber
Jetzt spawn halt mal wieder eine Truhe. Hm? Dafür kannst du nichts, wenn die Entwickler so einen Feind einbauen. Was hilfreich ist, ist nachzuschauen, ob die Rate stimmt. Oh mein Gott. Prozent. Sollte eigentlich genug sein. Könnte man meinen. Warte, habe ich schon zwei bekämpft oder nicht? Da. Und da ist jetzt die scheiß Glitzerkacke drin. Hör mal auf, Gift zu schwuppen! Spam dir den scheiß Move einfach fünfmal hintereinander! Deine KI kaputt oder was? Zum Glück spawnt immer so ein Hühnchen auf einer der Seite. Ha! Bam! Je mehr wir leveln, desto schneller geht's. Irgendwann stirbt das Hühnchen mit einem Schlag. Ich hab das Gefühl, wenn ich weggehe, dann denkt das Spiel, ich interessiere mich nicht und droppt mir den Tor. Wir kriegen halt auch nicht mal okay. Nicht, dass es mattern würde, aber es fühlt sich so an, als wäre nur okay. Das, was wir wollen. Kann die Rüstung spawnen? Bei einem Pfeilregen oder sowas? Geht das? Ist das möglich? Alles außer Poldersburg. Ja, das ist doch annehmbar. Da kann man doch mit leben. Oh mein Gott, ich hasse es, wenn mein Rücken hier. Jetzt mal 1 Millimeter zu weit. Okay, ist nur neutral. Verreck doch, du Mistvieh! Mann, ey. Wisst ihr, was ich meine immer, wenn ich weggehe? Spawn und Spur. Nur ich will jetzt das Neutral. Also zwei Pointer tun jetzt. Scheiße, mach die Shiny Hand Streams, das sind die wahren Gambles hier. Ich lass es nicht, das ist meine Sache. Warum? Oh mein Gott, wie schnell macht mich das Gift dahin? Wenn ich schon Sternenport kriege, dann werde ich es noch essen. Heilobjekte. Thank you.
Ha! Ich habe den Exploit gefunden. Das ist ein Descent into Madness. 100 Crit! Wir machen 50 Schaden! Boah, wenn er nicht immer so reingrätschen würde! Oh mein Gott, es gibt eine Aufladung? Okay! Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! Noch ein Level up! Mistvieh! Dieses fucking Mistvieh, Alter! Ja, das hat jetzt funktioniert hier. Boah, dann gehe ich immer raus, wenn die Gegner spawnen. Ja, es ist vorbei. Wir sind schon drüber über die Zeit. Es ist einfach vorbei. Dieses Level hat uns gebrochen. Das ist die curseste Scheiße. Du hast recht, das war ein Chip kommt. Das war die curseste Scheiße ever. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das Ding offscreen suchen will. Oder ob ich einfach sage, fick die Hände und geh nach Hause. Bin ich überhaupt richtig? Ich denke schon, es tut mir leid. Diese Folge war sehr grindlastig. Und wahrscheinlich sind wir für den Rest des Spiels jetzt viel zu stark. Sorry, Exiten! Dafür kannst du doch gar nichts, die Entwickler haben Scheiße gebaut. Wir beten zur Mana-Göttin und bedanken uns für die... Oh Gott, ich will die Stufe gar nicht sehen. Wir sind jetzt Stufe 23. Welche Stufe werden wir danach sein? Wir haben 6 Level abgeholt. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Team.